Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Evil Genius 2 World Domination. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben ordentliche Umbaumaßnahmen in der letzten Folge gemacht. Und zwar werden wir hier den Trainingsbereich ein bisschen umziehen lassen auf die zweite Ebene. Und ihr seht das schon, hier ist einiges los. Und wir wollen das Ganze natürlich ein bisschen hübscher gestalten als sonst. Den Platz, den großen Platz, den wir haben, nutzen. Und ja, da haben wir schon mal angefangen. Wir werden auch noch Kasernen natürlich hübscher gestalten. Der Bereich hier vorne gefällt mir eigentlich schon ganz gut, aber das werden wir auch noch ein bisschen vergrößern hier, sobald die Kaserne woanders ist. Mit der Zeit werden wir noch weitere Forschungen betreiben, damit wir hier weitere Gegenstände freischalten. Ja, das ist so der Plan für die Zukunft. Im Keller haben wir ja schon einige Stromgeneratoren aufgestellt. Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen erweitern, damit uns der Strom nicht allzu schnell ausgeht. So, Geld haben wir auf jeden Fall genug, da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen zu machen. Und wir sollen hier noch eine Forschung abschließen für das goldene Zeitalter. Das können wir eigentlich mal dazwischen schieben. Haben wir auch gelernt in der einen Folge, dass das möglich ist. Research has begun. So, und ich wollte hier noch ganz gerne für Feuerlöscher sorgen. Und Türen können vielleicht auch nicht schaden. So, wir haben in der letzten Folge auch den Funkverstärker endlich erforscht. Deswegen würde ich auch ganz gerne anfangen, hier ein bisschen umzubauen, was unsere Kommandozentrale angeht. Platz natürlich nutzen, den wir haben. Zwei können wir locker verkaufen, dann haben wir immer noch genug Funkkraft. Na, ja, genau da sollst du nicht hin. Dahin bitte, genau. Und so einmal. Hier hinten kommt dann vielleicht noch ein Großbildschirm hin. Den müssen wir auch noch erforschen. Den haben wir noch gar nicht. So. Genau, ja, jetzt haben wir zu viele verkauft. Aber ich hoffe, die werden auch schnell platziert. So, das war die Forschung schon, die ging relativ schnell. Und wo waren wir bei? Hier bei der Handlangerforschung. So, jetzt brauchen wir nur noch das Dunkle Materie-Kongress zu besuchen hier auf der Weltkarte. Das ist hier. Das machen wir gleich, wenn der Plan hier abgeschlossen ist. Das warten wir noch kurz ab. Dann können wir den Argwohn nochmal entfernen. Und dann sollte das eigentlich alles seinen Lauf nehmen. Ja, breitet euch hier mal ruhig aus. Oh, das passt jetzt nicht mehr. Mit ihm mal umziehen, stellen die mal so ein bisschen hier davor. So, dann sieht das auch ein bisschen symmetrisch aus. Das Ganze. Gut, ja,
Bauen wir mal erstmal wieder wegen der Sendeleistung. Nicht, dass uns gleich die Sendeleistung wieder flöten geht. So, wie sieht es hier oben aus? Ihr seid immer noch am Bauen. Wir können vielleicht auch mal ein paar mehr Schergen kaufen. Was haltet ihr denn davon? So, bauen wir hier mal ein paar Spinde rein. Spinnen können wir, glaube ich, auch noch erforschen. Oder war zumindest meine Forschung. Ich weiß nicht, ob es immer noch da ist. Dass wir auch da ein bisschen platzsparender sein können. Ich glaube, im Unterschlupf war das. Genau hier hinten, kompakte Spinde. Ja, die sind dann ein bisschen größer zwar, aber quasi schon so aufgebaut, Rücken an Rücken. Und die sorgen auf jeden Fall für mehr Schergenkapazität. Hier haben wir jetzt 105. Bin mal gespannt, was wir gleich haben, wenn das fertig gebaut ist. So, mit 4 Ausbildungsplätzen haben wir, glaube ich, ausreichend Möglichkeiten, hier auszubilden. Dazu kommen ja noch die hier unten, die reiße ich erstmal noch nicht ab. So, wie weit ist der Plan hier auf der Karte? Der ist mittlerweile fertig, das ist sehr schön. Berichte haben wir auch erstmal genug. Deswegen mache ich das so und wir nehmen mal an diesem Kongress teil. Ja, Forschung geht relativ schnell jetzt hier an lange Weiterbildungsprogramm. So, du solltest jetzt Midas bauen, ein Gerät, das alles in Gold verwandeln kann. Wen interessiert es schon, für was die einzelnen Buchstaben stehen? Das habe ich mich wirklich immer gefragt. Diese Waffe wird dir unermesslichen Reichtum bescheren. Ja, geh zu den Missionen. Wir schalten die mal ab hier, die Hauptmission. That's it. I'll turn them all to gold. I'll call it the Midas device. Isn't King Midas a cautionary tale about the perils of egomania, greed and rushing into things half-baked? Keep talking and I'll turn you into a cautionary tale. But you may be right. Grow my workforce. Spread my influence. Prepare for development of the Midas device. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt schon einen Moment der Ruhe. Wir haben die neuen Schergentypen ja schon freigeschaltet mit unseren Nebenhandlungen. Und 30.000 Gold sollen wir besitzen im Unterschlupf. Das haben wir auch locker schon. Wir können 492.000 lagern. Unsere Forschung ist auch noch abgeschlossen. Und wir sollen als weitere Mission hier 5 weitere kriminelle Netzwerke konstruieren. So, was erforschen wir dann als nächstes am besten? Diese Großbildschirme hätte ich nochmal ganz gerne. Die verringern das Wachstum von Argwohn in kriminellen Netzwerken. Research has begun. Und ich glaube, dass hier ganz gut einer an die Wand passen würde, von der Breite her. Müssen wir mal gucken. Kleiner Tipp noch von mir. Wenn ihr euch erstmal ein bisschen aufbauen wollt und ja mehr Geld sammeln wollt, bessere Schergen haben wollt, dann nutzt hier so eine Quest zum Beispiel einen Moment der Ruhe und und gebt die nicht sofort ab, weil wenn ihr die abgebt, geht halt die Haupthandlung auch weiter.
Und manchmal gibt es dann in Haupthandlungen auch solche Dinge, dass ihr ständig angegriffen werdet oder sowas. Genau, wenn ihr euch in Ruhe aufbauen wollt und neue Schergen freischalten wollt, dann wartet einfach mit der Hauptquest. So wie wir das eigentlich auch schon gemacht haben. Das hat ja bisher ganz gut geklappt. Große Probleme hatten wir jetzt hier noch nicht. We have captured an agent. So, der Plan hier war abgeschlossen. Dann können wir hier eigentlich auch einen Geldplan starten. Wissenschaftler wollen wir nicht kaufen. Wir wollen Geld. Geld regiert die Welt, wie man so schön sagt. In dem Spiel hier ist das wirklich so. So, noch mal kurz warten. Müsste gleich kommen, hier der Geldplan. Da ist er schon. Auch ein kleiner Tipp noch, falls ihr hier die Netzwerke-Mission einfach erreichen wollt, dann könnt ihr auch hier Netzwerke bauen und direkt wieder abreißen. Der Zähler bleibt trotzdem bestehen. Das könnt ihr dann wiederholen, bis ihr auf 10 seid und dann... Ich weiß nicht, ob wir den schon verhören sollen. Wir machen das jetzt einfach mal. Weil sonst büchst du uns nachher aus und das ist dann ja auch nicht so schön. So, wir können jetzt 141 Schergen beherbergen. Das hat gut was gebracht hier mit dem kleinen Raum. An interrogation has succeeded. We have more intel. Ja, die Frage ist, wie breiten wir uns hier jetzt am besten noch aus? Damit wir nicht den ganzen Platz nachher von dem Wissenschaftszweig hier wegnehmen. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Ja, eigentlich sollte das, glaube ich, passen hier. So, hier kommen unsere Kampfschergen unter. Ist halt nur die Frage, ob der Raum hier auch ausreicht. So, für die auf jeden Fall. Und auch hier natürlich wieder ein bisschen gucken, dass wir Klimaanlagen platzieren. So geschickt wie möglich. Dass alle Bereiche hier abgedeckt sind. So, und vielleicht noch die eine oder andere Pflanze. So, mehr Platz haben wir ja auch nicht unbedingt. Und vielleicht hier noch Trinkwasserbrunnen hinstellen. Ganz symmetrisch ist das auch nicht, ne? Achso, hier sind wir eins zu weit, okay. Das ist dann ja kein Wunder. So, eine Tür, noch eine Tür, noch eine Tür. Die tauschen wir nach und nach auch noch aus gegen passendere oder schönere. Je nachdem, wie man das sehen mag.
Das passt hier nicht hin. Dann gehen wir einfach hier lang. Könnt ihr schon denken, was das wäre? Das wären die Schießstände. Da können wir sogar noch zwei rein. Und auch hier natürlich wieder Klimaanlagen platzieren. Vielleicht nochmal so einen Trophäenschrank hinstellen. Gehen wir hier mal noch lang. Was haben wir noch? Das war es erstmal an Kampfschergentrainern. Das ist natürlich auch noch nicht alles. Da wird auch noch einiges dazukommen. So, und dann machen wir hier hinten dann nachher den Bereich für die Tarnungsschergen. Ich habe mir gedacht, dass der Gang hier quasi so ein Trophäengang wird, wie man das in Highschools von Amerika kennt. Ja, da stehen doch auch auf den Fluren immer so eine Trophäenschränke, ja, was unsere Schergen hier alle schon erreicht haben. So, wie sieht die Weltkarte aus? Hier haben wir einen Plan wieder abgeschlossen. Da rücken wir mal direkt nach. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir können uns vielleicht auch mal nach einer Nebenhandlung umschauen. Da sind wir wieder einige dazugekommen jetzt. Und zwar hier die Beutequests. Sand gesetzt, Schwein gehabt. Nehmen wir mal Schwein gehabt einfach. Agent X meinte neulich, dass die Welt dir gehören wird, wenn Schweine fliegen können. Er hat das natürlich als Scherz gemeint, aber warum die Sache nicht wörtlich nehmen, um ihn zu ärgern? Ja, wir starten das Ganze. Side Story begun. Und wir können jetzt Daten auf der Weltkarte stehlen. Und wenn wir diese Nebenhandlung abschließen, dann bekommen wir quasi einen neuen Beutegegenstand für unser Versteck, für unsere Basis. Das können wir dann irgendwo platzieren und meistens gibt das immer irgendwelche Bonis. So, da ist auch schon... Ja, Netzwerkstufe 2 brauchen wir hier. Das machen wir natürlich auch schnell fertig. Und vielleicht können wir uns hier nochmal ein bisschen dem Umbau widmen. Wo bauen wir den noch hin? Der passt da noch hin? Nee, passt da nicht mehr. Oder kommen die erstmal hier an die Wand? So, schon mal wieder ein kleiner Umbau. Und ich würde sagen, um die Nebenhandlung Schwein gehabt, kümmern wir uns dann mal in der nächsten Folge. Schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Evil Genius 2. Ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst oder auch einen Kommentar. Und ja, hier haben wir die Forschung noch abgeschlossen. Da werfen wir nochmal schnell eine andere an. Da würde ich dann ganz gerne hier den Handlanger nochmal weiter erhöhen. Das wird nämlich so unsere letzte Instanz immer als Verteidigung. Gut, Leute, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin.